Kennt ihr das, wenn euer Freund so viel über seinen Beruf redet? Wenn wir mit unseren Leuten hier durch die Stadt gehen, zeigt er oftmals, was für tolle Sachen er macht. Da werden die anderen so richtig neidisch. Er schafft so schöne Sachen und bleibende Werte. Da werde ich so richtig stolz auf ihn. Mein Freund, Erland Stuckateur. Das Leistungsspektrum des Stuckateurs umfasst alle klassischen Tätigkeiten wie zum Beispiel Innenputz, Außenputz, Neubauarbeiten, Altbausanierung, Trockenbau, Restaurierung sowie Stuckarbeiten. Neue Berufsfelder wie energetische Sanierung, Gebäudeenergieberatung und gesundes Wohnen sind hinzugekommen. Selbst solare Lüftungssysteme werden heute durch Stuckateurfachbetriebe installiert. Ich habe mich entschieden, Stuckateur zu werden, weil bei diesem Beruf benötigt man viel Fingerfertigkeit und es ist toll zu sehen, wie solche Sachen zum Beispiel entstehen. Ich lerne Stuckateur, weil dieser Beruf Zukunft hat. Der Stuckateur ist heute ein umfassender Berater und Problemlöser im Bauhandwerk. Für die Aufgaben des Stuckateurs ist sowohl Präzision bei der handwerklichen Ausführung als auch bauphysikalisches Wissen gefragt. Ich bin Stuckateur geworden aus dem Grund, weil ich meine Erstausbildung zum Maler und Lackierer ergänzen wollte mit meinem zweiten handwerklichen Beruf. Das Schöne an dem Beruf Stuckateur ist, dass man selber was gestaltet und erschafft mit den Händen und am Ende vom Tag sieht, was man erreicht und gestaltet hat. Stuckateur ist ein toller Beruf. Es macht einfach Spaß. Ich habe mich für den Beruf Stuckateur entschieden, weil es ein vielseitiger Beruf ist. Der Stuckateurberuf ist vielfältig und verlangt Geschicklichkeit, technisches Verständnis, räumliche Vorstellungskraft und eine gute körperliche Fitness. Die Ausbildungsdauer zum Stuckateur beträgt in Deutschland 3 Jahre. Die Baubranche boomt, also man wird immer in Deutschland irgendwas bauen und als Stuckateur ist man da eigentlich ziemlich guter Dinge, dass man immer Arbeit bekommt und auch vielseitige, man hat ja nicht nur Neubausachen, auch Restaurationen mit älteren Sachen. In meinem Beruf kann ich mich richtig ausbauen. Ich kann es einfach nur an alle Jugendlichen in meinem Alter sagen, wenn ihr Geld braucht, wenn ihr Geld, gutes Geld verdienen möchtet, dann werdet Stuckateur. Es gibt immer Arbeit. Häuser werden immer gebaut oder renoviert. Besonders interessierte und leistungsstarke Auszubildende können im zweiten und dritten Ausbildungsjahr Zusatzqualifikationen ZQS erwerben. Dabei werden über den Lehrplan hinausgehende Themen wie Farbe und Gestaltung, Bauphysik, Wärmeschutz, Dachgeschossausbau und Klimadecken in Theorie und Praxis vertieft. Also ich habe in meinem jetzigen Betrieb ein Praktikum gemacht und da habe ich halt kennengelernt die verschiedenen Techniken, was man anwenden muss und habe halt herausgefunden, dass der Beruf mir sehr viel Spaß macht. Ich lerne gerade den Beruf Stuckateur, weil ich was gerne mit den Händen mache und außerdem gibt es eine gute Ausbildungsvergütung. Ja, also mir selbst gefällt es und dann passt es, wenn man auch gescheit verdient. Und es ist nicht so, dass wir wenig verdienen. Ich kann nicht nur für andere, sondern auch für mich selbst gestalten. Eine Weiterbildung zum Stuckateurmeister ist nach Absolvierung der Gesellenprüfung möglich. Auch danach ist für Karrierebewusste noch lange nicht Schluss. Restaurator, Betriebswirt des Handwerks, Techniker, Gebäudeenergieberater und auch ein duales Studium sind möglich. Stolz auf ihn. Mein Freund wird Stuckateur.
An Ausbildungsplätzen Interessierte finden vertiefende Informationen auf den Internetseiten des Stuckateurverbands unter www.stuck-azubi.de.